Willkommen zurück bei Pokémon Blau. Ja, die Arena haben wir fast hinter uns. Nur der Arenaleiter steht noch an. Und jetzt heißt es Team Boden gegen Team Feuer. Und wir nehmen Matze an den Start. Und mal gucken, was der ausrichten kann. It's been bitter. Der Arenaleiter von der Sinnoh-Berinsel. Meine Figur Pokémon lassen die Siegestreume meiner Generin Flammen aufgehen. Du solltest es schon mal Figureiler parat halten. Ey, was hast du vor? Willst du mich anzünden? Hui. Pyro möchte kämpfen. Pyro setzt Vulcano ein und allein das hat schon Level 42. Sehr gut. Wer das errät. Kein Problem für Matze. Gut. Und Level. Schön. Gut, du hast deine Pflicht getan. Wir wechseln das Pokémon und sagen Hallo Yamchu. Level 35 gegen Level 40. Keine großen Erfolgsaussichten für Yamchu. Oh, noch ein Volltreffer. Und ausgewichen. Oh, Stampfer ist wirklich eine böse Attacke. Nochmal ein Volltreffer. Wird Yamchu versagen? Nein! Denn der Typ macht total taktischen Unsinn. Und dadurch konnte Yamchu auch seinen Kampf gewinnen. Yamchu versucht, Sternschauer zu erlernen. Aber Yamchu ist zu dämlich, mehr als 4 Attacken zu erlernen. Sehr gut. Welche Attacke soll denn vergessen werden? Machen wir den Kratzer weg. Den brauchen wir nicht. So. Sternschauer ist ziemlich cool. Schön, dass du es kannst. Der Gall-Opa kommt als nächstes. Und dafür brauchen wir einen echten König. So. How can we help? Das ist eine königliche Angelegenheit. Dinner. Wow. Volltreffer auch noch. Tschüss, Knallpferd. Und jetzt kommt es, Leute. Arcani. Und da kann ich nur ein Pokémon reinschicken. Ich würde mal sagen, wir machen Top-Tier gegen Top-Tier. Level 47 Arcani gegen Level 44 Jazzboner. Wieso gibst du ihm einen Supertrank am Anfang des Kampfes, wo noch nichts passiert ist? Du hast zu viele davon, oder? Oh. Okay. Toll, okay, also fangen wir bei 0 an. Auch schön. Pyro. Du übersiehst da was. Du. Will der mich verarschen? Jetzt kriegt dein Arcania übergebraten und du bist schuld. Jetzt hast du wahrscheinlich bald keine Supertränke mehr. Ich wette, jetzt setzt du keinen Supertrank ein. Nee, was? Ich hab's gewusst. Und seine Attacke ging daneben. Ich benutze die Knochenkeule und die Sache ist geritzt. Alter Pyro, was ist los mit dir? Was zur Hölle? Leveln. Wie schön. Rügel besiegt Pyro. Ja, das ist doof gelaufen. Mein Feuer ist erloschen. Ja, du Depp. Entschuldigung. Du hast dir den Vulkanorden redlich verdient. Ja, das war sehr redlich.
Der Special Orden Steigert die Special Fähigkeit deiner Pokémon im Zusätzlich dieses Geschenk. Es schaffe gefälligst Plattformen in Geschenk so as uno flitches ich kann es hamits glauben. Guke gefälligst in deine Tasche und sortiere mal den ganzen unseglichen Müll aus den Dudas eicharen angesamel Tasto verdu kriegst aufs Maul. Alter Ruhel Ange solitz den no chuarten das kando chuir glitz nits deiners nt sein. Lolololololololfewersturm deine Mutter ist dafür sicherlich prädestiniert, anders kann nichts mir das nicht erklären. Du Texto haben wir leider nicht. Ponita allerdings schon. Ich weiß allerdings noch nicht, wem ich Feuersturm beibringen könnte. Gibt es hier irgendjemanden, dem wir Feuersturm beibringen können? Ich weiß es ja bereits. Oh Gott, es können sogar Steiner? Das wusste ich gar nicht. Hakini und Jess Boner wusste ich, aber Steiner ist mir jetzt, das ist natürlich cool. Also Hakini. Nein, das ist jetzt wirklich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ich glaube, das hebe ich mir wirklich für ein Feuer-Pokémon auf, weil es erlernen wirklich nicht allzu viele Pokémon, erlernen Feuersturm. Von daher sollte ich das auch einem Feuer-Pokémon geben. Vielleicht nehme ich irgendwie mal Magma ins Team. Ich denke, dass wir das Team auf jeden Fall jetzt nochmal wechseln werden. Team Boden hat jetzt erstmal ausgesorgt. Aber wir gucken natürlich erstmal, was jenseits der Zinnoberinsel lauert. Und wir werden auch mal hingehen und uns unser neues Pokémon abholen. Nicht hier drin. Das Labor war da unten. Ja, Entschuldigung. Ich habe euren Pyro besiegt. Was sagt ihr jetzt dazu? Wobei, für euch bin ich bestimmt ein Held. Mein Pyro ist immer noch der Typ, der hier alles abgefackelt hat. Zumindest in meiner Storyline. Okay. Hallöchen, Popöchen. Was soll das denn jetzt heißen? Wir haben dein Fossil wiederbelebt. Ein Ammonitas, ganz wie ich es vermutet habe. Okay, cool. Ammonitas. Geben wir Ammonitas einen Spitznamen? Wir machen eine kleine GTA-Anspielung und nennen ihn Ammonation. Klingt so ein bisschen wie Ammonitas, Ammonation. Och, warum nicht? Komm. Es ist nicht genug. Ammonation vor dem mittels PC in Pokémon. Also wenn wir mal wieder Kugeln brauchen oder ein paar neue Waffen, dann ist bei Ammonation genau richtig. Okay. Ach ja. So. Meine Pokémon habe ich noch nicht geheilt, ne? Sollten wir aber tun. Oh Gott, ich habe ja kaum. Es ist wie, als hätten sie nie Schaden genommen. Wir haben eine ganze Arena gemacht, ohne sie zu heilen. War ich doch zu overleveled? Hätte ich vielleicht doch mit Level 30 dick da reingehen sollen? Ich weiß nicht. Ich war ja schon wirklich, also leveltechnisch war ich auf einem Niveau. Ich hatte halt einfach den Elementvorteil, den ich ja ganz bewusst diesmal hatte. Aber ich wollte halt einfach dieses Monotype-Dingens mal ausprobieren und ich habe oft, tatsächlich ist es noch nicht das erste Mal, ich habe als Kind oft Team Boden gemacht, weil ich irgendwie die Boden-Pokémon so mit am coolsten fand. Nicht vom Typ her, sondern einfach, ich finde, die meisten Boden-Pokémon hatten einfach so mit das beste Design. Ob das jetzt Rizeross war oder Knogger oder Onix oder Geowatz und so, das sind halt einfach, die gehören so mit zu meinen Lieblings-Pokémon aus der ersten Generation. Aber gut, Hakinien! Ich glaube, wir sollten uns auf den Weg machen, Hakinien. So, gibt's hier wieder neue Trainer, die auf uns warten, oder nur Tentaras? Gibt's gar nichts. Okay, auch cool. Nee, wir schwimmen nochmal los. Ich hatte gehofft, hier wären nochmal Trainer. Weil das ist eine echte Herausforderung dann mit Team Boden gegen Wasser-Pokémon. Aber nee. Schwimmen wir aber weiter. Ah, doch, hier kommen doch wieder Trainer. Schön. Vielleicht haben wir ja noch
einen, der uns jetzt voll komplett fertig macht hier. Das wäre ja ein Ding. Glaube ich zwar eher nicht. Aber wer weiß. Stern du, der meinen Namen trägt. Oh. Body Slam. Oh, wird die Aqua-Knarre reichen, um Matze zu besiegen? Ich sag's ja, gegen Wasser-Pokémon wird kein Vergnügen. Mit Team Boden. Das wäre doch mal eine Herausforderung hier jetzt. Armer Matze, sich von einem Stern besiegen lassen. Ah, das tut mir fast ein bisschen leid. Oh, Shillock. Ein schillerndes Erlebnis hier. Shiggy. Ash wählt Shiggy. Ein sehr toller Poop, den ich nur empfehlen kann. So, Oh, Blubber. Wirklich? Du bist mittlerweile ein Shillock und benutzt immer noch Blubber. Was ist denn mit dir falsch? Das hätte Onix überstanden. Echt Schnauf. Sind wir hier bei dem Paw? Also nur 165. Ja gut, warum solltest du so viel Poké-Dollar in deiner Badehose haben? Du hast gewonnen, aber ich kann noch beim Marathon und im Radrennen siegen. Nö. Und trotzdem schwimmst du. Ah! Genieße die Sonne und den Wind. Die sind so gechillt, immer die Schwimmer. Das finde ich total schön. Ich meine, die wollen zwar letztendlich trotzdem alle kämpfen, aber so von ihrer ganzen Art her sind die so gechillt einfach. Quaputzi! Yamchuhu! Mach es fertig im Nuhu! Juhu! Volltreffer! Ja, Aquaknarre kann gefährlich sein, aber nicht diesmal. Ich glaube einfach, Yamchu hat die höhere Spezialabwehr. Onix hat so gut wie keine Spezialabwehr. Das ist halt wirklich... Ja. Onix ist ein schwieriger Fall. Tatsächlich. Obwohl es ja eigentlich so ein großes, massiges Pokémon ist, wo du wirklich meinen könntest... Oh, das hat ordentlich was auf dem Kasten. Eigentlich... gehört es somit zu den anfälligsten und ich finde auch wirklich zu den schwächsten Pokémon. Es hat keinen starken normalen Angriff, Spezialangriff ist okay, Verteidigung ist auch okay, aber halt auch nur gegen normale Attacken, weil Spezialverteidigung ist dann wieder total mies. Also Onix ist wirklich schwierig. Was ein bisschen schade ist, weil es wirklich eigentlich ein ganz cooles Pokémon ist. Eigentlich somit eins der coolsten aus der ersten Generation. Simon the Sorcerer. Oh nein, bitte kein Blubber. Oh, Volltreffer, okay. Weißt du was? Den Blizzard zum Gruße. Ist zwar nicht effektiv, aber trotzdem cool. Yay! Level! Dinner! Ups. UPS. Schleichwerbung. Ha! Okay. Tja, du hast voll versagt, würde ich sagen. Was mit dir? Ach stimmt, dich habe ich auch schon besiegt. Oh Gott, er will nochmal gegen uns kämpfen. Mit einem Tentacher. Oder hat er sich selber in einen Tentacher verwandelt? So wird er ja niemals beim Marathon siegen. Hallo Yamchu, mach ihn mal fertig. Wow, das war jetzt voll das gute Training gegen ein Level 10 Tentacher. Bam bam bada. Oh, guck da mal. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ich habe alle meine Pokémon auf Sees gefangen. Oh, dann wissen wir ja schon, was uns erwartet. Nochmal Team Wasser gegen Team Boden. Aber, oh, du alle deine Pokémon, also eins. Starmie, Level 37. Oh, da hätte sich Misty eine Scheibe von abschneiden können. Ob Yamchu das schafft? Das glaube ich eher nicht. Und das war's. Yamchu ist besiegt. Tschüss, Yamchu. Dann wird es wohl Zeit für Steiner. Ah, ein Steiner. Denn sein Angriff war Befehl. Ich glaube, das wird auch ziemlich übel werden. Weil der hat auch so gut wie keine Spezialverteidigung.
Aber er hat es tatsächlich überstanden, das muss man ihm lassen. Eigentlich sogar, das war eigentlich sogar ziemlich gut jetzt. Ja, aber das leider nicht. Entschuldigt, da hätte sich beinahe mein Mikrofon wieder verabschiedet. Das hatten wir jetzt schon mal in diesem Let's Play. Muss ja nicht sein. So, Hakinien, Jazzboner und Digger. Uiuiuiuiuiuiui. Gut, ich habe auch noch Beleber dabei, also so knapp wird's nicht. Oh, könnte das jetzt zu viel sein für uns? Nein! Denn diese Aquaknarre war bei weitem nicht stark genug. Sehr schön. Der Schwimmer wurde besiegt. Aber allmählich wird's eng. Wenn noch viele Trainer kommen, haben wir wahrscheinlich keine Chance. Und da kommen immerhin noch zwei Fischer. Oh weia, oh weia, oh weia. Das ist jetzt echt, langsam wird es ein bisschen riskant. Kant. Naja. Ich probiere es trotzdem mal noch ohne den Beleber. Hey! Du verjagst die Fische. Wie beißen die denn heute? Du hast wahrscheinlich eh nur Goldini und Carbador und so ein Mist. Oh, Mushas. Interessant. Du so alles angelst. My boy. Zeit für Erdbeben. Tschüss. Ja, eine königliche Angelegenheit eben. Austos. Kann Aurora Borealis einsetzen und das könnte eventuell zu viel für Arkenien sein. Gucken wir mal. Wenn er dieses Erdbeben übersteht, wird es spannend. Austos guckt auch immer so frech. Oh weia, Aurora Borealis. Aber nicht stark genug. Prima. Das war's für dich. Angela Merkel hat keine Chance. Entschuldigung, ich wollte nicht so barsch sein. Der hat wehgetan. Du wolltest nicht so ein Arsch sein, wahrscheinlich. Auch noch. So, okay. Wollen wir es probieren? Ohne Supertrank, ohne gar nichts. Wir probieren's. Leiste mir Gesellschaft, bis etwas anbeißt. Oh Gott. Na, ich werde die Fische jetzt erstmal verscheuchen, fürchte ich. Zwei Pokémon. Golking. Da rechne ich eigentlich nicht mit Aquaknarre oder so einem Scheiß. Also können wir mal ruhig ein gewisses Erdbeben einsetzen. Gut, dass ich diese Attacke habe. Prima. Goldini. Da wechseln wir das Pokémon mal. Und nehmen mal Digger, komm. Yeah. Du bist ja schließlich auch noch da. Dich wollen wir mal nicht vergessen. Juhu! Oh! Oioioioi! Bitte nicht verwirren. Bitte nicht selbst verletzen. Gut. Oh, das hätte nämlich zu meinem Glück jetzt hier noch gefehlt. Zusätzlich zu dem Elementnachteil. Aber das haben wir souverän geschafft. Naja, wenigstens etwas Zeit vergangen. Eine Minute. Juhu, etwas hat angebissen. Aber was? Soll ich auch mal angeln? Sollen wir Supersonic Fishing machen? Ich beiß jetzt auch mal an, genau. Ich angel jetzt auch mal. Oh. Fishing! Fishing! Fishing. Stern, du! Das ist cool. Auch wenn es nur Level 15 hat.
Mal gucken, was Blizzard da ausmacht. Haha! Ist natürlich nicht effektiv, aber für Level 15 reicht's immer. Prima! Stern, du brauchst ja nicht fangen, weil haben wir ja schon. Gut, Hakinien? Dann surfe mal weiter. Zu neuen Gefilden. Oh Gott. Brrr, Level 5, cool. So wie es aussieht. Das ist natürlich ein sehr weitläufiges Gebiet. Ah, doch, hier sind noch Trainer. Oh weia, oh weia, oh weia. dann mache ich jetzt nochmal den Supertrank für Hakinien rein. Nur für den Fall der Fälle. Aber die anderen drei beleben wir mal noch nicht wieder. Die Sees. Reine Körper und Sees. Was? Okay, wie viele Pokémon hast du? Zwei, Gott sei Dank. Seesmon. Allmählich werden auch die Erdbeben knapp. Und dann habe ich ein Problem hier eigentlich. Jess Boners Knochenkeule ist ja jetzt nicht so wahnsinnig stark. Oh, er hat ein Erdbeben überstanden. Ach, Gott sei Dank. So. Surfer zum Gruße. Yeah. Volltreffer. Level. Oh, da wird mein König aber richtig stark jetzt hier. Oh, Tentoxa. Okay, cool. Das ist super, weil da können wir direkt bleiben. Und da ist nämlich dann auch das Erdbeben sehr effektiv gegen. Aber die gehen langsam zu nahe. Wobei ich zur Not einen Top-Äther noch habe. Durch den Äther fülle ich ja die Attacken wieder auf. Haben wir bisher noch gar nicht eingesetzt in diesem Let's Play. Gut. No! Gut. Oh Gott, da kommen dann noch mehr. Eieieiei. Also ich glaube, das wird noch richtig heftig hier. Und ich bin am Überlegen, ob ich hier nicht einen Cut mache und sage, bis zum nächsten Mal. Aber irgendwie ist das jetzt gerade zu spannend. Stört es dich, dass ich hier schwimme? Ja, ehrlich gesagt schon. Aber jetzt will ich euch auch alle fertig, weil wenn du bist ein Glatzkopf. Mit Tiefschutz. Wahnsinn. Und jetzt wird es richtig eng langsam. How can we help? Mein letztes Erdbeben kommt gleich. Und er hat noch zwei Pokémon übrig. Ich wechsle das Pokémon lieber und sage, Digga, erledige das hier mal. Mit Tentara solltest du ja fertig werden können. Schaufler zum Gruße. Yay. Gut, und da kommt Tentoxa und wir bleiben bei unserem Ding mal. Unser letztes Erdbeben sollten wir uns für einen richtig heftigen Gegner aufheben. Und von daher bin ich froh, wenn unser Digger das hier mal löst. Sehr schön. Wahnsinn. Level. Das war unter der Gürtellinie. Ja, und das macht doch nichts. Du hast auch einen Tiefschutz. Da kann doch nichts passieren. So, die werden besiegt. Und da oben warten noch zwei Angler auf uns. Aber da wir jetzt doch schon ein bisschen arg über der Zeit sind, würde ich mal sagen, wir stoppen die Aufnahme an dieser Stelle und sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Ja, merkt euch diesen Status. Dabei bleibt es. Mit diesem Status werden wir auch den nächsten Part beginnen. Werden wir diese tückische See überwinden können mit einem vollkommen hoffnungslosen Team? Das erfahrt ihr im nächsten Part von Pokémon Blau.